Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu so einer, ja, Deko-Sonderfolge aus meiner Testwelt. Ich habe mal hier so ein paar Bauideen für Inneneinrichtungen und Dekorationen mir ausgesucht, die mir so bei meinen Suchen im Internet, ja, unter die Finger gekommen sind und die würde ich gerne mit euch teilen. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was ganz interessant ist. Wir fangen mal ganz schlicht und klassisch an. Zum Beispiel hier dreimal Laub übereinander und ein Glowstone unten drunter und ihr habt so eine schöne Deko-Ampel. Das ähnliche Resultat noch ein bisschen schicker mit Pfiff, das bekommt ihr auch mit einem hier Blumentopf, darin einen Kaktus und dann Laub übereinander gesetzt. Oder statt hier diesem Blumentopf könnt ihr auch einen Amboss nehmen, hat den Charme, dass man unten drunter auch Glowstone setzen kann. Dann wird es auch ein bisschen heller in der Gegend automatisch, man spart vielleicht die eine oder andere Fackel und hat hier auch noch ein bisschen Deko sitzen. Ja, sitzen ist ein gutes Thema, jetzt gehen wir zum Schlafen. Hier könnte man theoretisch schlafen, das ist hier ein schönes Doppelbett, wenngleich es auch nur Deko ist. Sieht aber ganz schick aus und hat sogar hier unten zwei Bettkästen. Ja. Aus zwei Truhen und drumherum ein paar Schilder ohne Beschriftung. Sieht eigentlich ganz cool aus und es ist sogar auch noch nützlich. Ja, wie habe ich das gebaut? Das Kopfkissen hier, das besteht aus Schnee. Na, wenn ihr aus Schneekugeln dann Schneeblöcke geformt habt und macht die ganz normal so wie bei Teppich auch, so nebeneinander, dann bekommt ihr hier so, ja, ich nenne sie mal Schneeplatten raus. Und diese Schneeplatten haben die Besonderheit, dass man sie zum einen so setzen kann wie Teppich, aber die haben verschiedene Abstufungen in der Höhe. Nämlich so. Und die letzte Abstufung macht dann einen Schneeblock draus. Brauchen wir noch eine. So. Ja, so kann man auch hübsche Treppen bauen. Und ihr seht, wir sind in der Wüste und trotzdem geht das Zeug nicht weg, weil ich es manuell gesetzt habe. Und wenn man manuell Dinge setzt, wie zum Beispiel ja auch Laub, dann despawnt das nicht. Allerdings hält sich Schnee ganz an die Regeln. Denn ihr wisst ja bestimmt auch von Minecraft, dass Sonne ja nicht mit Wärme gleichzusetzen ist. Sonst könnte es ja auch gar kein Schneebiom geben. Schnee schmilzt aber ja ab einem gewissen Lichtlevel, wenn man da Fackeln dazu setzen. Also wenn künstliches Licht, sagen wir es mal so, wenn künstliches Licht im Spiel ist, dann schmilzt Schnee auch und die schöne Pracht ist dann gleich dahin. Wenn ihr also mit Schnee arbeitet, müsst ihr das bedenken. Gilt ja eigentlich auch für das normale Eis. Da hat man ja dasselbe Problem. So. Habe ich viel geschwätzt und jetzt ist auch schon wieder dunkel. Na toll. Ja, dann machen wir erstmal ein Schläfchen. Ich hatte eigentlich ein Bett viel näher. Na egal. Du kannst nur nachts schlafen. Ich weiß. Okay. Fliegen wir wieder zurück. So, jetzt aber. Na also. Oh, da ist ganz viel Text, den habt ihr gar nicht gesehen. Ja. So, nächstes Thema sind die Sitzmöglichkeiten, die man auch benutzen kann in Minecraft. Nämlich diese hier. Formschön mit der eingebauten Lore. Das ist auch so die einzige Möglichkeit, die mir bekannt ist, wie man ohne irgendwelche Mods oder Befehle Sitzen simulieren kann zumindest. Wie das funktioniert, ist vom Prinzip her recht einfach. Alles, was ihr braucht, sind Antriebsschienen. Irgendwas, um die auch dann mit Redstone Power zu versorgen. Logischerweise braucht ihr auch eine Lore. Und ihr braucht, das ist vielleicht jetzt ein bisschen unüblich, Seelensand. Wie gehen wir jetzt vor? Wir setzen einmal Seelensand hier in den Boden. Zwei Antriebsschienen. Power drauf. Lore drauf. Dann bauen wir hier schon mal unseren Stuhl drumrum. So. Dann schubsen wir die Lore an. Die fährt da jetzt in diesen Seelensand rein. Hat sich hier leider jetzt ein bisschen doof gedreht. Ich glaube, wir machen das Ganze nochmal. Es ist ein bisschen fehlerbehaftet, weil ich es falsch rum gemacht habe, glaube ich. Wir müssen erst die Lore draufsetzen, dann Power geben. Genau. Das war's. So habe ich mir das vorgestellt. Dann bauen wir den ganzen Kram wieder ab.
laufe nochmal vorsichtig gegen, um nachzuschieben, falls es schief steht. Das seht ihr auch daran, wenn wir nämlich jetzt noch eine Halbstufe nehmen, die wir unbedingt brauchen, und einen Kolben. Dann setzen wir diese Halbstufe jetzt hier davor. Den Kolben so rum und lassen den mal rein, ausfahren. So, der jocht dann jetzt diese Halbstufe in die Lore rein und so entsteht dann hier unser Sitz mit Sitzfläche. Ja, das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Das muss halt nur hier immer gefangen sein und auf Seelensand stehen. Dann passt das. Wie ihr seht, da gehen also verschiedene Designarten. Zwei Sitzer, drei Sitzer, ein Sitzer, übereinander, wie ihr wollt. Ist halt nur eine Frage des Aufwands, ob man sich das geben möchte. Und ja, je nachdem, wie es bei euch in Texturenpack so aussieht, kann es auch sein, dass diese Lore ja nicht wirklich passt. Ist ja auch nur so ein kleines Behelfsmittel. Hier nebenan, da haben wir eine Badewanne. Die ist recht unspektakulär. Man drückt einfach auf den Knopf und die beiden Werfer werfen das Wasser aus oder ziehen es wieder rein. Hier kommen wir später zu. Hier habe ich noch eine Dusche. Kennt ihr ja vom Prinzip her natürlich auch. Die hat noch eine Besonderheit. Nicht nur, dass wir duschen können, sondern auch hier sind wir gefangen, solange bis wir sauber sind und das Wasser wieder ausschalten. Dann können wir hier raus. Das ist eine ganz einfache Konstruktion. Ja gut, das also der, dass man mit dem Knopf den Werfer auslöst, ich glaube, das muss ich nicht erklären. Hier hinten führt dann nochmal eine ganze Redstone-Leitung nach unten. Auf so einen Flipflop, den kennt ihr ja mittlerweile aus meinen Videos, der steuert eben dann hier den Kolben, mit dem dann unsere Pseudotür hoch und runter fährt. Ja, das ist ja nun nichts so Spektakuläres. Ein bisschen spektakulärer, da kommen wir jetzt gleich zu, da habe ich aber schon was weggehauen, weil vorhin was nicht geklappt hat. So ist das ja manchmal. Und ja, ich habe bei dem Bettkasten ja noch was vergessen, nämlich das Prinzip der Truhen, warum die gegeneinander stehen können, so wie ihr es hier seht. Das liegt daran, weil wir hier Redstone-Truhen verwendet haben. Redstone-Truhen kennt man wahrscheinlich auch eher seltener. Die sind eigentlich auch eher so für den Adventure-Modus, sage ich mal, wo man dann hier mit den Truhen böse Fallen bauen kann. Ich demonstriere euch das mal, nämlich die Redstone-Truhe heißt so, weil sie ein Redstone-Signal abgibt, und zwar ein feldstarkes. Und so kann man Truhen sichern, denn wenn ich jetzt hier diese Truhe aufmache, dann hua, dann lösen wir nämlich hier das TNT aus. Und weil das einfach eine andere Blockart ist, kann man hier die nebeneinander stellen, neben die normalen Truhen, ohne Probleme. Und so konnte dann auch mein Bettkasten da so stehen. Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Übrigens, die Redstone-Truhe, achso, jetzt habe ich eine in der Hand, das ist blöd. Eine normale Truhe, die kann man auch ganz einfach bauen. Man nimmt einfach eine normale Truhe und braucht noch einen Haken und dann hat man hier diese Redstone-Truhe. Wie gesagt, die gibt ein Signal aus, was nur eins stark ist, da muss man, und auch nur, wenn sie offen ist. Ja, wenn man damit irgendwelche Schaltungen machen will, dann müsst ihr auf jeden Fall mit einem Verstärker und Repeatern und so arbeiten, sonst wird das nicht funktionieren. Gut. Jetzt kommt noch das Letzte, und zwar ein funktionierender Spiegel. Dazu müssen wir aber hier noch was machen. So. Und jetzt gucken wir mal, wie wir heute Morgen so aussehen. Sehr hübsch. Armer Zombie, Moment mal. So, sind wir wirklich so hässlich? Ja, Zähne nicht geputzt, ich sehe schon. Ist ja furchtbar. Ja. Da seid ihr jetzt, wenn ihr nur Survival spielt, leider außen vor, denn das geht nur mit Spawner-Eiern, die ihr wahrscheinlich eher seltener haben dürftet. Vermutlich geht es auch mit einem Kommandoblock, da habe ich schon rumexperimentiert, aber habe es nicht so richtig hingekriegt. Ja, der ganze Clou an der Sache ist natürlich diese Druckplatte, die löst dann das ganze Chaos aus. Da geht nämlich ein Redstone-Signal hier entlang und trifft dann hier auf einen Kolben.
Der fährt vor und verschließt hier ein Loch. Das Loch ist ziemlich tief und endet mit einem kleinen Lavasee. Gleichzeitig zweigt hier noch die Leitung ab, geht nochmal durch zwei Repeater, wo das Signal verzögert wird. Hat nämlich den Grund, dass ja, erst der Block hier rüberfahren soll, dann wird der Werfer mit dem Spawner-Ei angesteuert. Wird der angesteuert, dann ja, entsteht hier ein Zombie. Und gleichzeitig hier noch die Lampen, die sind auch nochmal abgezweigt. Das ist aber eher unspektakulär. Die Hauptsache ist eben, dass hier das... da komme ich nicht hin. Die Hauptsache ist, dass hier der Zombie dann hier entsteht. Und wenn wir dann wieder zurückgehen vom Spiegel, dann fährt natürlich dieser Block wieder zurück. Das bedeutet, der arme Zombie fällt hier runter in die Lava. So habt ihr dann auch den Zombie gleich entsorgt, ohne dass der noch irgendwo rumröchelt. Und habt auch einen funktionierenden Spiegel, der von der Art her irgendwie ziemlich lustig ist, aber natürlich an den Spawner-Eiern oder am Kommandoblock liegt, also jetzt nicht wirklich sowas im Survival-Sinne darstellt. Ich wollte ihn trotzdem mal gezeigt haben, weil ich ihn unglaublich lustig finde. Und damit sind wir dann auch schon durch bei den kleinen Design-Sachen, die mir so in der letzten Zeit untergekommen sind. Ich hoffe, es war irgendwas für euch dabei. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Und ansonsten sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.